Buddies Roy und Dominik treffen sich ja regelmäßig, um für dich das Videomaterial, was aufgenommen wurde, zu sichten, zu schneiden, zusammenzustellen und so weiter. Und normalerweise bestellen wir immer lecker zum Abendessen. Und heute haben wir uns gedacht, Mensch, wir testen mal die Pizza aus. Und zwar die berühmte Pizza aus dem Automaten. Und der Automat befindet sich in Rödelheim am Wassertürmsche, gar nicht weit weg von da, wo wir uns mal treffen. Und ja, da fahren wir jetzt mal hin und testen das Ganze aus. Hier sind wir jetzt wirklich an diesem legendären Pizza-Automaten. Let's Pizza. Hier bekommst du 24 Stunden rund um die Uhr in 3 Minuten eine richtig geile frische Pizza. Und wie das funktioniert, kannst du sogar hier sehen. Hier gibt es einen Schaukasten. Hier wird direkt wirklich der Teig frisch zubereitet. Der wird hier gemixt, wird dann hier geformt. Hier kommt dann Tomate drauf. Du kannst dir einen Belag auswählen, wie du willst. Also entweder machst du eine Pizza Margarita mit Tomate Mozzarella oder eine Pizza mit Salami, eine Pizza mit Schinken oder eine Pizza mit Sucuk. Das sind die 4 Varianten, die du auswählen kannst. Und dann wird es hier tatsächlich frisch zubereitet und kommt dann, wenn alles klappt, nach 3 Minuten spätestens aus dieser Klappe raus. Und das wollen wir jetzt mal testen. Wir haben uns das tatsächlich mal angeschaut vorher. Der Automat wird jeden Tag frisch gereinigt und wird frisch aufgefüllt. Der ist so konstruiert, dass auch kein Ungeziefer und nichts reinkommen kann. Oder sogar abgenommen, na klar, vom Ordnungsamt. Also hier ist wirklich alles in bester Ordnung. Und dann fangen wir mal an und gucken, ob das funktioniert. Ich habe mal ein Scheinchen dabei. Und dann nehmen wir mal die Pizza Salami. So, und jetzt? Die sagt sogar danke. Und jetzt ist die Pizza fertig. Und hier seht ihr das Resultat der Pizza. Wir haben jetzt die Pizza verdrückt. Und ja, unser Fazit ist, dass die Pizza aus dem Automaten für 6 Euro völlig okay sind. Klar, es hätte noch ein bisschen mehr Gewürz dabei sein können. Beim Schinken vielleicht noch ein bisschen mehr Belag. Aber ansonsten, ja, alles in allem wirklich eine runde Sache.